Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja auf Instagram angekündigt, dass ich nicht weiß, wie ich es schaffe, zeitlich einfach während Kais Geburtstagsvorbereitungen zu filmen. Es ist jetzt Donnerstag, Kai hat am Samstag Geburtstag und ich dachte, heute filme ich ein wenig mit, weil ich heute startet es eigentlich. Also 2 Tage vorher fange ich an, alles vorzubereiten. Natürlich habe ich schon früher so mir Gedanken gemacht, eingekauft, also ich habe alles zu Hause, was ich brauche. Ich muss jetzt nur backen und solche Sachen. Auf jeden Fall dachte ich, ich nehme euch heute Chaos-Vlog-mäßig mit zu den Geburtstagsvorbereitungen. Und es tut mir jetzt schon leid, dass sie erst nach Kais Geburtstag hochgeladen werden. Ich werde es einfach vorher nicht schaffen, aber ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und jetzt läutet auch schon das Handy. So ihr Lieben, ich mache gerade Muffins. Hausfrauenfrisur. Und zwar, zum Glück habe ich meine KitchenAid, weil, ansonsten wäre ich eh aufgeschmissen. Ich mache Schokomuffins und ich wollte nur sagen, ich verlinke euch das Rezept gerne in der Infobox. Das habe ich nämlich selbst aus dem Internet. Das Einzige, was ich gemacht habe, sind noch Schokolade dazugefügt. Also ich habe da einfach Schokolade aufgebrochen, die kommt noch dazu. Und statt 30 Decker Mehl habe ich dann 30 Decker Mandeln dazu gegeben. Ansonsten ist das Rezept aus dem Internet. Oh no! Für die Muffinformen kann ich wirklich keine Empfehlung aussprechen, außer ihr benutzt nur diese Stäbchen, die man dann reinstecken kann. Denn von dem Eulendesign sieht man nichts mehr. Und schon rein gar nichts mehr. Und dieser Muffinteig hat doch ein wenig gefettet. Klar, da ist Butter dabei. Mal schauen. Die müssen jetzt sowieso noch ein wenig ziehen. So, ich war mit Kai ein wenig draußen und jetzt backe ich noch die Schokotorte für die Candy Cake, die ich machen will. Beziehungsweise ich backe auch noch für eine Bekannte eine Schokotorte, deshalb habe ich einfach die doppelte Masse genommen. Dazu muss ich Schoko schmelzen und ja, wenn es euch interessiert, ich habe sonst ein Sachertortenrezept schon auf meinem Anna Birdie Kanal. Das ist sehr, sehr lecker, das würde sich eignen und ich kann sonst das auch mal abdrehen für Anna Birdie. So, und jetzt geht's ans Backen. Welchen Tipp ich euch nur geben kann, wenn ihr ein kleines Kind habt, Vorbereitung ist echt alles. Das heißt, ich habe schon alle Zutaten abgewogen vorher. Und ich brauche das jetzt eigentlich nur mehr wie einen Fertigteig zusammenmixen und ins Backrohr tun. Also das ist wirklich ein super Tipp. So, die Torte ist im Ofen und jetzt geht es ans Hochstuhlschmücken. Wir haben für den Garten für Kai eben extra einen Hochstuhl. Es macht einfach auch Sinn. Also ich finde es ganz praktisch, weil seinen Hauk Alpha immer rumzuschleppen, habe ich jetzt nicht so die große Lust drauf. Und deshalb haben wir den hier von Ikea gekauft und den werde ich jetzt ein wenig verschönern, beziehungsweise ich versuche es und ich weiß auch nicht, wo ich ihn dann verstecken werde, weil Kai wird das sicher gleich runterreißen wollen. Und zwar habe ich hier seine Girlande, die habe ich auch vor Ewigkeiten schon mal in Brüssel gekauft, bei Seemann. Und eigentlich hätte ich gerne etwas aus Stoff gehabt, habe aber nichts Passendes gefunden. Ich habe noch nicht zusammengeräumt, aber ich finde, es sieht zumindest schon mal sehr nach Kindergeburtstag aus. Chaos, Kindergeburtstag. Ich habe da die restlichen Wimpelfahnen hier aufgehängt und wir haben da eben so Vorhangstangen ohne Vorhang. Und ja, jetzt perfekt natürlich für die Deko. Die hängen hier ein wenig tiefer. Die da oben finde ich ganz süß. Denn es ist so, wir machen ja eine Gartenparty, aber hier am Tisch werde ich das Buffet aufbauen und und dann ist irgendwie diese Ecke auch noch so ein wenig geburtstagsmäßig. So, die Schokomasse für die Candy Cake ist fertig und sie ist richtig hoch geworden, was mich natürlich sehr, sehr freut. Dann brauche ich weniger Füllung in der Mitte. Das habe ich auch gerade gemacht und zwar Kerzen reingesteckt und bitte, wie süß ist dieser Zug? Das ist der Geburtstagszug von Bieco und den habe ich von babyartikel.de bekommen und da habe ich diese Kerzen, die sind übrigens auch von babyartikel.de reingetan und oh mein Gott,
Also ich hab ihn noch nicht zusammengebaut, weil ich noch nicht genau weiß, wohin wir ihn hinstellen werden. Ich glaube aber aufs Kuchenbuffet oder irgendwo halt zum Kuchenbuffet. Und da habe ich den 1er montiert. Da sind nämlich Zahlen von 1 bis 9 dabei. Und noch die Details, bitte. Also wenn das nicht süß ist, dann weiß ich auch nicht. Good morning! Heute ist Freitag, das heißt Kais Geburtstag ist morgen. Und er isst gerade Hirsebällchen, nachdem er ganz viel Brei gegessen hat. So Frühstücksbrei von Alnatura. Ich fand den überhaupt nicht lecker. Er hat ihn voll gern gegessen. Und ja, ich habe schon die Zutaten für Biskuitteig abgewogen. Das zeige ich euch gleich. Ich werde nämlich jetzt... Ja, ich habe heute einiges vor. Also ich backe noch einen Biskuitteig. Ach ja, hier habe ich... das habe ich gestern noch runtergetragen. Das sind die Geschenksäckchen für die Kinder und noch so Zookekse und Kais Album. Zu beiden, ich weiß jetzt gar nicht, ob zu den Säckchen, zu dem Album gibt es auf jeden Fall dann noch ein separates Video. Also es gibt eine ganze, ich werde eine Playlist machen, dann könnt ihr euch durchklicken. Und ja, let the baking begin. So muss das aussehen. Jetzt kommt da noch Mehl dazu. Ich habe aber ein Rezept auf Anna Birdie über meine Erdbeermascarpone-Torte, falls euch das Rezept interessiert, denn die mache ich. Und Kai macht in der Zwischenzeit Chaos. Yummy, yummy. Und ich kann euch nur als Tipp geben, dass ihr Backpapier quasi in die Form legt. Ich spray das immer mit so Backtrennspray an, damit es auch hält. Und jetzt kommt das in den Ofen. Und Kai wartet schon ganz gespannt vorm Ofen. Und er darf das eigentlich nicht. Und ja, mein Ofen gehört geputzt. Gott sei Dank ist die Kamera nicht scharf gestellt. Und ja, weg da. Und ich muss nur sagen, ich bin ultra froh. Unser Ofen wird nämlich überhaupt nicht heiß außen. Das finde ich, also darauf sollte man beim Kauf echt achten. Weil da können sich die Kinder zumindest nicht verbrennen. Trotzdem soll er das nicht, weil wenn er es woanders macht. Also meine KitchenAid ist echt Gold wert zurzeit. Gell? Zip. Und Kai will nur gehalten werden gerade. Macht aber nichts. Ich muss dann noch Mittagessen vorkochen. Gell? Nudeln gibt's. Weil wir sind heute nämlich noch auf eine Geburtstagsparty woanders eingeladen. Und deshalb, Vorbereitung ist alles. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ich mache jetzt aber eigentlich nur den Biskuitteig fertig und abends mache ich dann Kais Geburtstagstorte oder Kuchen und Cremeschnitten und dann war es das auch. Fertig ist der Biskuit und ich koche gerade Spaghetti-Soße und ich werde den gleich aus der Form nehmen und hier reinbacken. Und der muss dann auskühlen, bevor ich ihn weiterverarbeiten kann. Das mache ich aber erst am Abend. Übrigens, ein Tortenretter ist auch Gold wert und ich kann es euch nicht vorenthalten. It's so fluffy! I'm gonna die! Ist es nicht flauschig? Flauschig, flauschig, flausch! So, ja, sollte ich vielleicht nicht machen, die Gäste wollen es ja auch noch essen. Ich habe hier übrigens so eine schlaue Liste mit den Sachen, die ich machen muss. Biscuit ist fertig. Ach ja, und ich habe eine Sehnenschädenentzündung. Das ist auch immer ganz nett, wenn man eigentlich seine Hände braucht. Aber okay. Kai schläft jetzt, deshalb nutze ich die Zeit und backe auch seinen Kuchen bzw. einen Wunderkuchenteig. Ich habe mir aber überlegt, dass ich da ein extra Video dazu mache. Das wird dann auch bald kommen bzw. wenn es schon online ist, ist es in der Infobox verlinkt. Und ja, los geht's. Wieder mal mit Eier und Zucker aufschlagen. So, Kai und ich waren jetzt noch auf einer Geburtstagsfeier und ich war noch einkaufen, weil mir noch ein paar Sachen gefehlt haben und zwar habe ich das hier gekauft, Frankfurter Heidelbeeren, Trauben, eine Milch, Erdbeeren und Schlagobers. Und ja, jetzt wo ich zu Hause angekommen bin, muss ich weiter backen. Ich habe hier schon so, das ist eigentlich Kais sein Geburtstagskuchen vorbereitet.
Und dazu gibt es aber ein eigenes Video und jetzt kommt noch allerhand anderes. So, jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt das erste Mal gestresst. Es ist nämlich jetzt 19.30 Uhr, einen Tag vor Kais Geburtstag, also Freitag. Kai ist mega gut drauf, der fährt damit die Autos im Kreis, macht voll Radau. Mein Freund musste heute wieder länger arbeiten, das heißt eigentlich konnte er mir bis jetzt bei den Vorbereitungen gar nicht helfen. Und jetzt habe ich noch allerhand zu tun und er macht jetzt gerade den Garten fertig. Und ja, heute wird noch spannend werden. Bei uns herrscht das totale Chaos und es wird schon bald dunkel. Und auf jeden Fall kommen da diese KitKat rum um diese Torte. Und jetzt schaue ich mir das gerade an. Also kann da ruhig noch eine größere Schicht Creme dazu. Ich habe da jetzt einfach eine Creme gemacht mit Schoko, Sahne und Mascarpone, so freie Schnauze. Und die wird jetzt in die Candy Cake gefüllt. Multitasking ist alles. Ich bin gerade dabei, Cremeschnitten zu machen. Ja, die Candy Cake habe ich gefüllt, die habe ich jetzt in den Kühlschrank gepackt. Das werde ich vielleicht auch erst morgen fertig machen, mal schauen. Und ja, Kai wird gefüttert. Und ich glaube, ich mache mir jetzt ein Glas Wein. So, meine Erdbeer-Mascarpone-Torte wird gefüllt und da ich Heidelbeeren übrig hatte, dachte ich, das gibt sicher einen schönen Effekt. Da kommen jetzt noch Erdbeeren rein, also gleich wie in meinem Rezept, das ich euch verlinke. Kai isst gerade einen Blätterteig und während ich backe und jetzt geht er mit Papa Birdie schlafen. Night, night! So, dieses nette Chaos hat Kai hinterlassen. Es ist jetzt 21 Uhr. Yippie! Und ich muss schauen, meistens um 22 Uhr bekommt er noch eine Flasche. Das heißt, bis dorthin sollte ich fertig sein. Ich muss jetzt noch... Juhu! So sieht meine Küche aus. Und ich habe gerade die Cremeschnitten fertig gemacht. Die kommen jetzt in den Kühlschrank. Da kommt jetzt noch eine Fülle drauf und ich glaube, dann lasse ich es gut sein. Tut mir voll leid, wenn jetzt das Licht schon schlecht ist. Ich mache ja mit dem restlichen Teig Cake Pops und ich habe jetzt einfach den Teig mit der Hand zerbröselt und da kommt jetzt Mascarpone dazu. Ich mache das jetzt einfach nach Gefühl. Es gibt aber, glaube ich, genügend Cake Pop Videos auf YouTube und eben Mascarpone und Staubzucker kommt dann noch dazu. Ich bin leider ja nicht so der talentierte Tortenglattstreicher, aber ich denke, für 21 Uhr geht's und meine Kamera gleicht es aus, indem sie nicht scharf stellt. Und ich habe da so eine Winkelpalette, die finde ich ganz praktisch dafür. Cake Pops mit der Küchenmaschine waren ein wenig illusorisch. Ich habe jetzt so Tupperboxen hergerichtet und werde jetzt den Teig kneten, dann Kugeln formen, die einfrieren und den Rest mache ich morgen, denn ja, irgendwann ist genug. Und ja, den morgigen Tag möchte ich auf jeden Fall mitvloggen. Deshalb werde ich heute auch gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Es gibt dann morgen Kais Geburtstagsvlog, beziehungsweise ja, ich werde ihn gleich am nächsten Tag hochladen quasi. Ich sage danke fürs Zusehen, hoffe das Video war interessant für euch und bis bald. Tschüss!